Dass so viele Teilnehmer heute gekommen sind, das beeindruckt uns doch ganz schön. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir vermuten zunächst die Küstenwache. Dann sehen wir die großen Buchstaben am Rumpf. Aduanas. Schnell im Wörterbuch nachgeschlagen. Der Zoll ist im Anmarsch. Wir haben keine verbotenen Substanzen an Bord. Schnaps und Zigaretten gehen zur Neige. Unsere Papiere sind in Ordnung. Aufgeräumt haben wir auch. Also kein Grund zur Aufregung. Aber ich bin sowas von aufgeregt. Die Papiere legen wir bereit. Als das Zollboot ganz nah bei uns ist, werden wir gefragt, ob wir Spanisch sprechen und wie viele Personen an Bord sind. Es wird uns mitgeteilt, dass die Beamten jetzt gerne zu uns an Bord kommen möchten. Ganz vorsichtig kommen sie längsseits. Einen riesigen Kugelfender halten sie zwischen uns und ihr Schnellboot. Zwei Männer, die sogar Bootsschuhe tragen, steigen zu uns über und nehmen im Cockpit Platz. Sie möchten unsere Pässe und den internationalen Bootsschein sehen. In ein Formular, von dem wir eine Durchschrift bekommen, wird einiges eingetragen. In die Kajüte gehen sie nicht. Weitere Fragen stellen sie auch nicht. Und nach etwa 10 Minuten gehen sie freundlich grüßend von Bord. Zum Abschied winkt der Kollege, der das Zollboot steuert, uns lächelnd zu. Es ist doch merkwürdig, dass ich so aufgeregt war. Wir haben ja keine verbotenen Dinge wie Drogen oder Waffen dabei und nichts zu befürchten gehabt. Bei Helligkeit am ruhigen Ankerplatz Besuch vom Zoll zu bekommen, ist doch nicht schlimm. In Dunkelheit auf See vom Zoll oder der Küstenwache geentert zu werden, ist da sicher etwas anderes. Aber es ist ja wahrscheinlich so, wie euch das im Straßenverkehr auch manchmal geht. Wenn ein Streifenwagen hinter einem fährt, hat man immer gleich ein schlechtes Gewissen. Und so ähnlich war es da auch. Aber es lief alles gut ab. Das musst du aber machen, wenn du einen Vergleich hast, dass man sieht, wie groß das eigentlich ist. Und dann haben wir so lange gewartet, bis endlich mal jemand an Bord war. Und bei diesem Boot ist tatsächlich jemand an Bord. Da auf dem Großbaum. Also dann hat man es geschafft, also, wenn man so einen großen Großbogen hat. Ja, ja, hier ein leider ein sehr trauriges Bild, und zwar ist das auf La Gomera entstanden. Auf den Kanaren kann man leider nur an sehr wenigen Stellen wirklich gefahrlos und geschützt ankern. Und das ist leider auch diesem Bootseigner zum Verhängnis geworden. Ja, man sieht vielleicht so ganz klein noch den Schriftzug, und zwar ist das auch ein Hanseat. Ein Hanseat von der Werft, von der auch unsere Amazone stammt, ein Hanseat 40. Und dazu habe ich geschrieben, in Valle Gran Rai bietet sich uns ein sehr trauriger Anblick. Vor kurzem ist hier eine Segeljacht verunglückt. Es gab Probleme mit dem Ankergeschirr und bei auflandigem Wind konnten die alarmierten Seenotretter nicht verhindern, dass die Yacht auf die Steinböschung trieb und dort zerschellte. Von dem einst stolzen Schiff, einer Hanseat 40 aus Deutschland, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wie der Zufall es wollte, haben wir später in der Karibik ein Ehepaar kennengelernt, das ebenfalls in Valle Gran Rai geankert hat und diesen Unfall live miterlebte. Das Ereignis hat sie tief bewegt. Ja, da kann man mal wieder denken, wie klein ist die Welt, als wir mit den beiden ins Gespräch kamen, was wir da beobachtet haben, sonst ihr werdet es nicht glauben, wir waren dabei und das war wirklich total gruselig. Und was für uns auch gruselig war, der Unfall ist wirklich gerade mal 2 Wochen her gewesen und es waren wirklich nur noch Einzelteile zu finden, also die Wucht ist schon enorm. Und was dieses Bild eigentlich aufzeigt, ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man tatsächlich ungeschoren und glücklich wieder nach Hause kommt. Den Wolken. Ja, dieser junge Mann, der hat einen ganz kreativen Einsatz da an seinem Bugkorb, der schweißt nämlich seinen Bugkorb. Wäre vielleicht einfacher gewesen, einfach das Boot umzudrehen und vom Steg aus zu schweißen, aber dann hätten wir ja nicht so ein schönes Foto machen können. Von daher fanden wir das ganz einfallsreich. Von einem 8-Stunden-Tag und einer 5-Tage-Woche sind wir weit entfernt. Immerhin ist der Stress selbst gemacht und wir können noch selbst entscheiden, was, wann und wie erledigt werden muss.
Als erstes baut Ingo eine zweite elektrische Bildpumpe mit separater Stromversorgung und extra Schlauch ein. Danach ist mal wieder eine Motorwartung fällig. Zum Schluss verstauen wir die vielen Getränke und Mineralwasserflaschen seefest. Ich muss mich meinem Lieblingsthema, der Wäsche, widmen. Als ich im Laufe des Tages sogar die Tischdecke und Kissenhüllen wasche, vermutet Ingo, ich sei in einen Waschrausch verfallen. Als ich die viele Wäsche gerade von der Leine genommen und Ingo die Hundekoje ausgeräumt hatte, um die Getränke zu verstauen, klopft es am Boot. Zwei fremde Herren stehen auf dem Steg und stellen sich als Gerhard und Alfons vor. Alfons ist mit seiner Yacht Murada in diesem Jahr von Portugal zu den Kanaren gesegelt und liegt jetzt, gleich um die Ecke, in der Marina San Miguel. Anfang dieses Jahres war er auf unseren Reiseplanungsblog im Internet aufmerksam geworden und er verfolgt unsere Reise im Logbuch. Im Januar hatte er uns eine Mail geschrieben. Vielleicht sehen wir uns im Herbst auf den Kanaren. Das kam mir damals im verschneiten Bremen so unendlich weit entfernt und abstrakt vor. Damals dachte ich, erst mal hinkommen zu den Kanaren. Und jetzt treffen wir uns tatsächlich und er sitzt bei uns an Bord. Ja, das war eine dieser ganz erstaunlichen Begegnungen. Das, wie gesagt, er hat uns der vierte Bericht von Hoher See, Teneriffa Kap Verden. Das hatten, wir hatten schon, also 274 Meilen hatten wir noch vor uns. Die Nacht verlief wieder ruhig. Unter ausgebombter Genua zog die Amazone ihre Bahn und wir kamen mit 4 bis 6 Knoten gut voran. Der Wind hat vom Raumenwind auf halben Wind gedreht, sodass Ingo den Genua-Baum wegnehmen und auch das Großsegel setzen konnte. Der Skipper hatte seine Wache beendet, ich war wieder dran. Die Sonne kletterte über den Horizont, ich schaute in die Runde. Es gab nichts, wirklich gar nichts, an dem der Blick hätte hängen bleiben können. Weite, relativ ruhige See, soweit das Auge reichte. Mir wurde in diesem Moment bewusst, wie besonders das ist. Kein anderes Schiff, kein Leuchtturm, kein Flugzeug, keine Hochspannungsmasten, keine Hochhäuser, keine Klippen, keine Fischerbojen, nichts. Nur Wasser und wir. Die Amazone wird meistens durch eine Selbststeueranlage auf Kurs gehalten, entweder durch die Windfahnensteueranlage oder durch den elektrischen Autopiloten. Aber ich wollte jetzt mal gerne selber steuern und segeln. Also flugs den Autopiloten abgeschaltet und los ging es. Über meine Kopfhörer hörte ich Musik, Sailing von Rod Stewart und Morning Has Broken von Cat Stevens waren dabei. Passender ging es nicht. Ich weiß, dass die See brutal und grausam sein kann, aber wenn sie mir solche Momente beschert, genieße ich sie in vollen Zügen. Ich hätte in diesem Augenblick mit niemandem auf der Welt tauschen und nirgendwo anders sein wollen. Ein irritierter und noch etwas verschlafener Ingo guckte irgendwann auf den Niedergang zu mir hoch. Er hatte mich von der Koje aus gerufen und keine Antwort erhalten. Für mich hatte Andreas Burani gerade so schön laut auf uns gesungen. Als Ingo mich glücklich und zufrieden mit Kopfhörern an der Pinne sitzen sah, konnte er sich wieder entspannen. Gerade hat Ingo die Wettervorhersage bekommen und ausgewertet. Er gibt mir eine Zusammenfassung und ich stelle fest, also nichts Böses. Ingos Antwort: Nee, kein Regen. Hier an Bord versteht offensichtlich unter dem Bösen jeder etwas anderes. Ich hatte bei meiner Feststellung eigentlich an Starkwind gedacht. Aber auch der ist bis jetzt nicht in Sicht. An Bord ist alles wohlauf. Ja, so ist es auch geblieben. Wir waren jedenfalls wohlauf, aber die kleinen armen fliegenden Fische, die sich nachts verirrt haben und dann an Deck vertrocknet sind, die waren dann irgendwann nicht mehr wohlauf. Aber es war auch ein Meilenstein auf unserer Reise. Ich hatte schon in vielen Büchern davon gelesen, von diesem Phänomen, von diesen seltsamen fliegenden Fischen und dass sie nachts sich verirren und auf den Booten landen. Und eines Morgens haben wir dann selber so einen kleinen verirrten Fisch gefunden, an Deck gefunden. Und es ist tatsächlich so, das ist nicht so, dass die einfach nur aus dem Wasser springen und dann gleich wieder reinhüpfen. Wir haben die tagsüber ja beobachten können, die fliegen wirklich lange, um dann vielleicht stumpf gegen eine Welle zu fliegen und von ihr verschluckt zu werden. Aber es ist ein tolles Schauspiel. Ja, auch die Körperpflege kommt nicht zu kurz. Unterwegs wird auch geduscht, wenn das Wetter es zulässt. Wir hatten diese schwarzen Säcke, den hat Ingo da über das zusammengeklappte Bimini gehängt. Da ist so eine kleine Mini-Brause dran, da gehen, glaube ich, 12 Liter rein. Ist äußerst primitiv, aber sehr effektiv. Ja, wir sind angekommen auf den Kap Verden. Nach 6 Tagen und 800 Meilen haben wir Mindelo auf der Insel São Vicente erreicht.
Sigi, Raimund und Robert, drei Cousins aus Karlsruhe, sind mit ihrer Yacht Cello und der Unbekümmertheit der Jugend unterwegs. Als wir sie hier in der Marina gestern kennenlernten, stellte sich heraus, dass sie schon längere Zeit unseren Blog lesen und sich freuen, uns nun auch persönlich kennenzulernen. Drei sympathische Männer Mitte 30 mit bewundernswertem Mut und recht wenig Segelerfahrung. Zielstrebig sind sie ihr Projekt Halfway Round, wie sie es nennen, angegangen. Sie wollen in einem Jahr nach Australien segeln, die Cello dort verkaufen und zurück nach Deutschland fliegen oder vielleicht mit Motorrädern zurückfahren. Das ist noch offen. Aber jetzt gehen wir erstmal gemeinsam zur Grillparty, zu der wir gestern eingeladen worden sind. Ja, bis nach Australien hat die Cello das nicht mehr geschafft, in die Karibik immerhin, aber Pläne sind ja dazu da, um geändert zu werden. Und das, wir haben die drei Jungs noch öfter getroffen und hatten eine schöne Zeit zusammen. Auch diese kleine Ente stammt von den drei Cellisten, die wir sie genannt haben. Die drei Jungs hatten von ihren Freunden ganz viele Gummienten geschenkt bekommen zu ihrem Abschied, als sie losgesegelt sind. Und diese Enten haben sie nun unterwegs dann fleißig an Freunde verteilt, mit der Bitte, doch ab und zu mal ein Foto machen, wie es den kleinen Enten ergangen ist. Von daher kommen die noch auf mehreren Fotos und auch auf den Film nachher vor.